Moin Leute und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen News heute. Und zwar hat Apple den Kernel-Code von sämtlichen Operating Systems, also iOS, macOS und dem Serverbetriebssystem und einigen Developer-Tools komplett veröffentlicht. Das ist absolut sensationell, denn bislang waren die Dinger komplett closed source. Das heißt, jetzt kann aber jeder hier irgendwie nach Schwachstellen suchen zum Beispiel und die dann Apple melden oder kann irgendwelche Verbesserungen vorschlagen, ob sie dann übernommen werden, ist natürlich eine andere Frage. Aber vor allem kann man sich natürlich jetzt den Kernel-Code durchlesen und dann vielleicht selbst was daraus lernen. Und das würde ich euch tatsächlich mal empfehlen. URL opensource.apple.com ist wirklich eigentlich nicht wirklich schwer zu merken. Und ja, wir nehmen jetzt hier einfach mal macOS. Das ist das Betriebssystem, was auf den Rechnern läuft, also nicht den Mobilgeräten. Und wir können hier auf die neueste Version klicken. Also es sind auch die älteren Versionen verfügbar. Hier könnt ihr einfach aufklappen und dann euch angucken, welche Version gerade oder welche Version euch interessiert, welche Version ihr vielleicht habt. Und 10.13 ist die neueste. Und hier sehen wir wirklich jetzt, okay, wir haben den kompletten Code hier zur Verfügung. Wir können das alles komplett nachlesen, was im Prinzip dieses Betriebssystem Apple oder macOS ausmacht und was hier tatsächlich auch benutzt wird. Ich glaube, für den einen oder anderen ist es ziemlich interessant zu sehen, was hier wirklich zum Einsatz kommt. Zum Beispiel haben wir auch eine Bash hier oder AWK oder sonst irgendwelche Sachen. Emacs haben wir hier auch. Also es sind jetzt nur ein paar Sachen, die ich hier jetzt gerade beim Durchscrollen hier mal so lese. Ich werde jetzt hier einfach mal das oberste nehmen, Apple File System Driver 23. Und hier sehen wir dann, ah, okay, ist C++. Kann man hier einfach die C++-Datei angucken und sich komplett durchlesen, was da alles drin passiert. Und ja, dann kann man natürlich hier auch die H-Datei sich genauer angucken, was hier passiert. Also ihr seht, das Ganze ist in C++ erstmal geschrieben. Das hier ist jetzt C-Code, also Boot UUID. Die UUID ist eine Festplatten-Identifikationsnummer und da ist jetzt natürlich hier wichtig, dass man sehr, sehr nah an der Hardware rumläuft und da muss man hier natürlich hier irgendwie was suchen, nämlich die UUID von der Festplatte. Das ist auch ein vollständiges Programm und ja, ziemlich, ziemlich cool. Man kann sich hier, wie gesagt, sehr, sehr viel anlesen und man kann wirklich stundenlang hier irgendwas dran lesen. Aber wenn ihr spezielle Wünsche für ein Let's Read oder sowas habt, dann könnten wir das durchaus mal in Angriff nehmen. Und ja, ich glaube, das ist doch ganz interessant. Vor allem, dass das wirklich jetzt alles Open Source ist, bedeutet natürlich auch, dass jetzt hier irgendwie sehr, sehr viele Leute nach Schwachstellen bei Apple erstmal suchen werden, aber die werden dann natürlich auch sehr, sehr schnell gefixt werden. Also im Endeffekt, viele Leute finden viele Probleme und nach dem Prinzip funktioniert ja Linux schon seit einer Ewigkeit. Bei Linux ist schon lange alles Open Source. Mac hat jetzt gleich gezogen, beziehungsweise Apple hat jetzt gleich gezogen und ja, jetzt kann man natürlich hier Schwachstellen reporten und die werden dann gefixt von Apple, was eine sehr, sehr gute Idee ist, denn ja, in letzter Zeit haben wir, wie gesagt, immer mehr Probleme mit Leuten, die irgendwelche Exploits finden, die sie eigentlich nicht finden sollten und sie dann für böse Zwecke benutzen, anstatt sie zu reporten. Hier haben wir jetzt natürlich auch viele Leute, die Gutes, die zwar Schwachstellen suchen, aber auch gut sind sozusagen und diese Schwachstellen dann noch wirklich reporten. Ja, das war's von meiner Seite erstmal. Sensationell würde ich mal sagen, dass hier alles jetzt Open Source ist und mich hat das irgendwie geschockt. Ich dachte immer, Apple ist so absolut das Gegenteil von Open Source, aber scheinbar doch nicht mehr. Cool, okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal und wir hören uns. Bis dann, ciao.